So, mittlerweile bin ich hier in Stemmwede eingetroffen, bei dem Sascha von MyLippo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich freue mich schon auf ein tolles Gespräch mit dir, auf viele Informationen, auf Fragen, die ich habe, die ich mir auch hier aufgeschrieben habe, damit ich mal so richtig löchern kann und bin auf sein Fachwissen gespannt, weil ich selber auch Fragen habe über Akkus, Pflege und dergleichen. Ich bin nicht gerade der Vielflieger, sondern hin und wieder und da entstehen immer ganz, ganz viele Fragen. Ich muss dazu sagen, ich bin hier, weil ich ihn gefragt habe. Ich habe kein Geld damit verdient oder werde kein Geld damit verdienen. Ich kriege keine Vergünstigungen oder irgendwelche Geschenke, sondern ich mache es einfach, weil mir das Spaß macht und weil ich da richtig Bock drauf habe, ihn mal zu löchern. Und dass er jetzt bei der Firma MyLippo ist oder das ist ja deine Firma mit Heiko zusammen, das ist einfach so. Ja, also es soll keine Werbeveranstaltung werden, sondern einfach lockeres Gespräch. Was du oder was er hier so anbietet. Es kommen ja viele neue Modellinteressierte damit hinzu, die natürlich auch gerne eine Beratung haben möchten. Und ich hoffe, diese Fragen kann der Sascha perfekt beantworten und davon bin ich einfach überzeugt. Bevor wir starten, Sascha, ich nehme erstmal den Hut ab, sonst wird das nämlich zu warm hier einfach. Wir sind hier in deinen oder in euren Räumlichkeiten, muss ich sagen. Wie gesagt, in Stemmwede bei der Firma MyLippo. Und du betreibst das Unternehmen mit dem Heiko zusammen, der heute nicht anwesend sein kann. Der ist im Termin. Ja. Also eigentlich sind wir natürlich ein Online-Shop, aber man kann natürlich auch mit telefonischer Anfrage hier hinkommen und auch dann hier so einkaufen, ganz klar. Wir versuchen immer die Fragen der Leute, so wie auch deine, ich natürlich zu beantworten. Das sind einige. Dass da dann keine offenen Fragen mehr übrig bleiben. Bei Lippo-Akkus sollte man schon so ein paar Sachen bedenken, einfach die der Sicherheit dienen. Und damit man auch viel Spaß mit hat und das ungetrübt nutzen kann. Für jemanden, der täglich oder fast täglich mit Akkus zu tun hat, durch Fliegen, durch Hobby oder dergleichen, sind so bestimmte Ausdrücke mit Sicherheit gang und gäbe. C-Wert, wie viel Volt, Ampere, Milliampere, Belastung. Mal ganz grob oder schnell zusammengefasst, dass wir wissen, Akku hat verschiedene Zellen. Eine Zelle hat wie viel Volt, Milliampere? Also eine Zelle hat eine, oft wird das in Nennspannung angegeben. Mhm. Bei einem Lippo-Akku sind das 3,7 Volt. Also wenn man zum Beispiel einen dreizelligen Lippo-Akku hat, das ist eigentlich sehr gängige Größe von der Spannung her, dann ist das ein 11,1 Volt, steht dann da oft drauf. Das wird häufig genutzt. Der Akku hat dann, wenn er voll ist, pro Zelle 4,2 Volt. Mhm. Das wären dann dementsprechend 12,6 Volt. Da steht aber nicht drauf, sondern es stehen dann diese 11,1 drauf. Aber sind ja schon Werte, die man auch schon beachten sollte und muss, ne? Ja, natürlich. Man braucht die Spannung, also sprich die Voltzahl, bestimmt halt, was für einen Motor ich habe, was für einen Regler ich habe, was für einen Antrieb ich habe. Man muss den richtigen Akku für den richtigen Motor. Das sind diese drei Komponenten: Motor, Regler und Akku. Letztendlich beim Flugzeug zum Beispiel eine Luftschraube, beim Auto die Übersetzung. Mhm. Das bestimmt halt, was ich für einen Akku da drin haben möchte. Das heißt, wenn ihr mal den Sascha oder den Heiko von MyLippo auf einer Messe seht, löchert ihn so richtig, ihr immer noch Fragen nach diesem Video hier habt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal einfach mal an. Ich bin mal gespannt, was das so alles hier gibt. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Los geht's. Ja, auf geht's. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gehört vom Anfang. Jetzt geht's ins Detail. Und ich bin mal gespannt, was ich da jetzt so alles von dir erfahren kann. Fangen wir mal einfach an. So der erste Tag, es geht zum Flugplatz, zum See, je nachdem, welches Modell man gerade dabei hat, wo ein Akku drin ist. Worin sollte ich eigentlich Akkus transportieren, damit die auch sicher zum Ort des Geschehens, nenne ich das mal, hinkommen? Gibt es bestimmte Taschen oder welche Taschen gibt es dafür? Was empfiehlst du? Also generell sollte man natürlich den Akku nicht selber im Modell transportieren. Das ist eigentlich ganz wichtig, weil man da überhaupt keinen Überblick hat. Ja. Das ist natürlich, wenn da irgendwas passiert, wenn der Akku eine Vorschädigung hat, dann kann man im
Modell selber nichts mehr machen. Da kommt man auch so schnell nicht ran während der Fahrt, dass man da den Akku noch rausnehmen könnte. Also das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Der ist da halt total ungeschützt. Genau. Deswegen würde ich tatsächlich den in solchen Taschen transportieren, je nach Größe des Modells. Mhm. Wir haben die natürlich auch im Angebot, gibt's eigentlich überall zu kaufen. Ja. Das sind sogenannte feuerfeste Taschen, die hemmen die offene Flamme. Ja. Den Qualm natürlich nicht, wenn was passieren sollte, aber die hemmen die offene Flamme, sodass da jetzt kein Feuer nach außen treten kann. Oh ja. Die gibt es in verschiedenen Größen. Einmal für das ist zum Beispiel für so ein beispielsweise 5000 mAh Akku, 6S kann man da rein, 3S geht auch. Man kann natürlich auch ein paar kleinere reinpacken. Ja. Wir haben noch ganz große Taschen, die werden auch sehr gern genommen. Da kann man halt... Oh ja, da passt. Ich zeig das jetzt. Kann man die auch als Kühlbox nehmen? Die kann man theoretisch auch als Kühlbox nehmen. Okay. Also wie gesagt, die hemmen das offene Feuer. Ja. Das ist ja das Wichtigste. Und wenn man die während des Transports und auch wenn man die zu Hause lagert nimmt, dann hat man also zumindest noch ein Stück Sicherheit mehr. So, der Flugtag oder der Tag am See, am Rennplatz, wie auch immer. Wir müssen ja alles ansprechen, aber ich sage jetzt mal einfach Flugtag. Ich komme nach Hause, habe meine Akkus, die ja leer geflogen sind oder fast leer geflogen sind. Wie soll ich das handhaben? Muss ich die Akkus sofort laden oder kann ich dann eine Woche mit warten? Was sagst du als Fachmann dazu? Also ich empfehle, die Akkus nicht sofort zu laden, weil die Akkus das einfach nicht mögen, vollgeladen gelagert zu werden. Ja. Das heißt, wenn man den Akku leer geflogen hat oder vermeintlich leer, dann kann man zu Hause mit dem Messgerät einmal messen, wie ist die Spannung. Am wohlsten fühlt sich der Akku tatsächlich so bei 3,8 Volt, dass man diese Spannung versucht oder mit dieser Spannung versucht, den Akku zu laden. Das ist eigentlich das Optimale. Dann kann man ihn auch wochenlang liegen lassen. Das heißt, da kann ich alle 4 Wochen mal kontrollieren, wie ist die Spannung vom Akku. Ist sie da runtergefallen etwas, kann man ihn wieder nachladen. Die heutigen Ladegeräte haben eigentlich alle ein sogenanntes Storage-Programm und der Akku wird automatisch auf diese 3,8 oder 3,85 Volt geladen. Ja. Somit kann man die auch dann überwintern. Empfehlen zur Lagerung immer solche Libobags würde ich empfehlen. Ja, Lagerung hast du schon gesagt, wäre meine nächste Frage gewesen, aber das haben wir dann ja schon alles wieder geklärt. Ja, so und damit einfach. Sind wir mit dem Punkt zu Ende. So, jetzt freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich habe nämlich dem Sascha was mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich traue es mich fast gar nicht, als ich das zu Hause rausgesucht hatte. Ja, lag bei mir jetzt ungefähr ein Jahr im Keller, diese Tasche. Ja. Ich muss aber gestehen, da war ein Akku drin oder zwei Akkus. Und als ich diese Tasche aufmachte, habe ich mich ein bisschen erschrocken und dachte, kann ich so gar nicht mehr mitnehmen. Aber ich glaube, das passiert vielen. Richtig gelagert in einer vernünftigen Verpackung. Ja. Und ich mache mal auf. Ja, da ist dann alles so drin. Die Tasche sah auch nicht mehr so schön aus von innen. Also so ein bisschen Ablagerung, aber ich glaube, das ist normal. Das ist normal. Ja, ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Ja, ich habe jetzt mal mehrere Akkus hier reingepackt. Ich habe dann schon mal eine Liste drauf, wann ich den immer gebraucht habe und so weiter. Und habe dann noch einen. Ich glaube, irgendwo so kleine hatte ich hier auch noch. Mhm. Genau, die ist sicher, ne? Mhm. So rum. Ja, guck mal, nochmal eine extra Tasche hier, ne? Aber die hast du uns ja eben auch schon also vorgestellt. Also von der Lagerung hast du erstmal alles richtig gemacht. Okay. Ich habe auch, man merkt schon aus welchem Metier ich komme, von einer Spritze. den Pluspol ein bisschen gesichert, das heißt, dass die Pole nicht aneinander kommen. Macht Sinn. Puh, habe ich alles richtig gemacht. Lass ich mal einfach drauf. Das passiert hier halt nicht. Das feste Stecker sind, aber benutzt man Goldkontaktstecker, die einzelnen, sollte man die tatsächlich schützen, weil wenn die zusammenkommen, dann funkt es gerade bei so einem großen Akku, ist das tatsächlich auch nicht mehr lustig. Ja. Ich freue mich ja mal, dass ein Fachmann meine Akkus hier so überprüfen kann. Ich habe hier mal draufgeschrieben, 2017, da habe ich mir den gekauft. Ich weiß nicht, ist der schon für dich gebläht oder ist das noch alles soweit? Okay. Ich probiere das mal. Also so ein bisschen, der ist noch stramm. Ja. Das ist schon mal sehr gut. 2017 ist tatsächlich schon ein ordentliches Alter. Ja. Weil so ein Akku halt auch
mit dem Alter altert. Das heißt, selbst wenn ich den nicht benutze und da wäre jetzt kein Zyklus drauf, wäre der natürlich, hätte der nicht mehr annähernd die Leistung, die draufsteht. Man muss dazu sagen, ich bin ja eher mal so ein seichter Flieger. Ich quäle das Modell nicht so durch die Luft. Okay, manchmal kitzelt es in den Fingern, aber eher selten. Ich glaube, deswegen kann man den Akku wahrscheinlich erstmal ja, als gepflegt auch nicht mehr neu eben. Ja, ne, das ist auch da Gebrauchsgegenstand. Ne? Guck mal, ich habe nochmal, das war jetzt aus einem anderen Bereich, mir so einen kleinen Aufkleber geholt. Da weiß ich genau, der Akku ist jetzt geladen, vollgeladen oder nur halb geladen. In dem Fall eben für die Lagerung. Der lag jetzt ehrlich gesagt ein Jahr im entsprechenden Brandschutzkoffer. Sollen wir mal überprüfen? Unbedingt, gerne, ja. Ich habe es jetzt zu Hause nicht gemacht. Okay. Mal gerne so rumdrehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Moment. So. Ja, hier kann man jetzt sehen, das kann man vielleicht schlecht sehen. Eine Zelle, Entschuldigung, ich muss selber gucken. Also hier sieht man eigentlich von Zelle 2 bis Zelle 6, sieht das gut aus. Also ist auch auf Lagerspannung noch immer 3,83 bis 3,81. Aber man sieht hier, Zelle 1 ist bei 3,6. Knapp 3,7. Ja. Das heißt... Ich halte das mal einmal so in die Kamera, dann kann man das gleich... Diese eine Zelle wird einen erhöhten Innenwiderstand haben. Das bedeutet für mich Laien, was? Das bedeutet, dass wenn du ihn jetzt voll lädst und auch das Ladegerät balanciert ihn wieder aus, das kriegt das Ladegerät hin. Das Problem ist nur, dass diese eine Zelle bei Belastung viel eher einknicken wird. Also für einen normalen Gebrauch würde der reichen. Für wenig Strom, ja. Ja, aber ich sage jetzt mal, irgendwelche wilden Figuren, die ich eh nicht mehr fliege. Nein, da würde geht der also, nicht für reichen. Geht aber keine Gefahr jetzt irgendwie aus? Nein, davon geht jetzt keine Gefahr aus. Das kann man tatsächlich, ich würde es halt beobachten tatsächlich, weil diese eine Zelle auffällig ist. Die wird halt jetzt am stärksten belastet durch den hohen Innenwiderstand, den diese Zelle aufweist. Und während der Benutzung wird halt diese eine Zelle immer tiefer entladen sein als die anderen und dadurch mehr belastet. Und da muss man jetzt gucken, wenn die bei der nächsten Benutzung, ob der Pack anfängt, dick zu werden. Das könnte passieren. Ist kein Muss, aber kann. Ja, ich finde das immer ganz schön, wenn man mal selber auch solche Probleme hat. Oftmals vergisst man ja, ich sag mal, die, ja, so wie ich im Grunde genommen, hin und wieder mal fliegen. Auf was muss ich achten? Wichtig zu wissen, in welchem Modell benutze ich so einen Akku. Ja. Ne, ist es einer, weil ich auf der Straße, dass ich den im Auto habe, im Boot irgendwie betreibe oder ein teures Modell in der Luft damit fliege und dass der Akku dann schuld ist und das Modell geht zu Boden. Das wäre ärgerlich, ja. Es ist zwar immer ärgerlich, wenn ein Akku kaputt ist, ja, das natürlich. Kostet natürlich auch Geld, aber wenn man dadurch sein Modell verliert, ist das noch viel ärgerlicher. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, wir sind eigentlich durch mit dem, was ich so alles wissen wollte. Ich habe sehr viel hier heute erfahren. Das ist sehr schön. Sascha, ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich würde sagen, weiterhin viel Erfolg und wir bleiben in Kontakt und informieren natürlich immer alle Interessierten. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Sehr gerne. Es geht los. Das ist für mich auch immer spannend, ne? Ja, so gar nicht. Ich gehe mal hier weiter. So. Ja, okay. Das müssen wir vermeiden. Man möchte immer, ne? Ja. Oder man hängt plötzlich hier so dran. Ja, also. Genau. Ja. Aber das ist, wenn du so machst. Aber danke für das Kompliment. Ne? Sehr schön. Mach nicht immer diesen, das überträgt sich aufs Mikrofon. Ah, okay, ne? Okay. So. Jetzt habe ich einen Hänger. Ja, das ist gut. Das kommt rein. Nein! Ja. Jetzt klingelt es bei mir. Einmal wieder strecken. Ja. Jetzt geht es noch nicht weiter. Oder die Kunden natürlich Das schneiden wir natürlich wieder raus. Warte, dann müssen wir das einfach machen.
Ja, ich bin Modellbaufirma Roter Hut, der Thomas. Sage dem Sascha nochmal herzlichen Dank. Sehr gerne. Sagen Tschüss, Leute. Tschüss.